Vielen Dank. Ja, ich durfte für den heutigen Tag und Anlass zwei Texte erarbeiten. Einmal etwas Gereimtes, doch recht hymnisch gewordenes und dann eine kleine Utopie, die ein bisschen durchspielt, wo wir in der Zukunft stehen könnten, wenn alles so fantastisch läuft. Zunächst aber einmal den gereimten Text für Hanse Belt. Hier im hohen Norden, zwischen Kopenhagen und dem Tor zur Welt, wo die glücklichsten Menschen leben, genau hier liegt der Hansewelt. Ein Mosaik aus Diamanten, jeder funkelt schon für sich, und das Bild vom großen Ganzen strahlt als noch helleres Licht. Das sind Segeberg und Stormarn, Lübeck und Ostholstein, auch das Herzogtum Lauenburg, gemeinsam könnte Gold sein. Die Hanse gab's vor vielen Jahren, schön, dass Spuren geblieben sind, Gutes wollen wir bewahren, trotzdem segeln wir am Wind. Wie unsere Vorfahren glauben wir, dass wir gemeinsam mehr erreichen, dass Diskussionen und Visionen so manche Hürden weichen. Wir sind Tourismus für die Seele, starke Wirtschaft und Handel. Wir sind wie Wind und Gezeiten stets in Bewegung und Wandel. Die Wurzeln tief im Heimatboden und den Blick ins Digitale, neue Wege und Methoden, man sei Partner, nicht Rivale. Hier strecken Freunde Hände aus, um sich gemeinsam Schwung zu geben. Schöner als hier Urlaub machen, ist eigentlich nur auch hier zu leben. Ein Raum mit Lebensqualität zwischen ländlich und urban, mit hoher Mobilität und kurzen Strecken zu fahren. 1000 Wege führen nach Rom, das gilt auch für die Region. Und neue Wege geht man stets deshalb, weil sie sich lohnen. Gut, manchmal sind wir Nagelöhr, es gibt auch schon mal Ausfälle. Wir pflegen Biotope. Auch die Autobahnbaustelle. Mag sein, dass mancher staugeplagte, gordischer Knoten unkt, doch im Großen und Ganzen sind wir ein nordischer Knotenpunkt. Mit jeder Art der Vernetzung, sei es Linien- oder Datenbus, dass man auf Bikes und die Bahn nicht allzu lange warten muss. Auch weiß man Brücken hier zu schlagen, weil das etwas ist, das zählt. Doch stellen sich auch neue Fragen mit der beim Fehmarnbelt. Die Chancen sind ganz klar zu sehen, die Risiken diffus. Wenn der Fehmarnbelt steht, kommen die Wikinger zu Fuß. Ein Raum verflochten tief im Innern und verflochten auch nach außen. Mit einem Bild von sich selbst und mit Strahlkraft auch nach draußen. Ein Raum, wo man das lernen kann, was einem wirklich liegt. Und hinterher ganz mühelos noch Arbeit damit kriegt. Wo unser Morgen unsere Zukunft nicht mehr warten kann. Wo man an einem Strang zieht mit vereintem Tatendrang. Es sind die vielen Unterschiede, die uns gemeinsam stärken. Am Zusammenspiel von Stadt und Land lässt sich das gut bemerken. Wir setzen Weite gegen Enge. Doch das heißt nicht ab vom Schuss. Die Region vereint auch Stadt und Dorf in engem Schulterschluss. Und ja, da ist doch Potenzial, um mehr und besser zu werden. Nicht alles ist schon jetzt perfekt, so ist das überall auf Erden. Wir wissen sehr wohl, dass wir diese Schwächen auch haben. Doch lässt sich vieles lösen. So wie bei Rechenaufgaben. Unsere Kreise haben Herz, einige sogar im Namen. Und für das beste Marzipan der Welt muss keiner lange fahren. Dass lebenswert hier Standard ist, um Zukunft zu betreiben. Dass du hier willkommen bist, zum Arbeiten und Bleiben. Zwischen Lübeck und Stormarn, zwischen Lauenburger Seen, zwischen Fehmarn und Kalkberg ist das leicht zu verstehen. Doch zählte man nur Orte auf, dann würde etwas fehlen. Das Land alleine wäre öd, die Menschen sind Juwelen. Der größte Schatz ist nicht nur Gegend, nein, ist nicht nur die Landschaft. Um Schiffe durch den Sturm zu steuern, braucht es eine Mannschaft. So lässt sich die Zukunft meistern, als ein Wir stark im Verbund. Ihr dürft euch für euch begeistern, dazu gibt es allen Grund. So vieles wird von vielen bis heute geleistet. So vieles steht den vielen noch bevor. So vieles wurde mit Erfolg gemeistert. Und solch ein Lied, das singt ein ganzer Chor. Wie geht man mit der Zukunft um? Ist man verwundert und verschwindet? Hier will man das nicht. Man ist verbunden und verbindet. Hanse Belt, so reich an Schätzen, an weißen Stränden, blauen Seen, an schönen Orten und auch Plätzen, die Schönheit bleibt und wird bestehen. Hanse Belt, das ist so vieles. Dieser Leuchtturm brennt mit Glut. Das Erreichen eines Zieles baut auf Köpfen und Herzblut. Heute heißt es Weichen stellen. Ganz alleine fällt das schwer. Kraftvoll sind schon kleine Wellen. Wie stark ist dann erst ein Meer? Vielen Dank.